So, Freunde, heute gibt es ein phänomenales Quiz bei Cologne Watch. Apo und mir werden 15 Fragen gestellt vom Amir. Wir kennen die Fragen nicht. Wir werden sehen, wer gewinnt, wer kennt sich besser mit Uhren aus. Zudem werden wir die hässlichste Uhr bei Cologne Watch küren. Amir hat mir einen wunderschönen Laufsteg hier gebaut. Schaut mal. Baustelle! Wir legen los! Tacke! Willkommen ihr beide, danke, dass ihr Zeit gefunden habt, donnerstags um 16 Uhr. Wir haben immer noch nicht das Video abgedreht. Na, geschweige denn geschnitten. Ich habe euch 15 Fragen vorbereitet. 15 Fragen. Also du stellst eine Frage und mit vier Antwortmöglichkeiten. Dann müssen wir A, B, C, nein, normalerweise musst du ja, Schlag den Rab. Du drückst drauf, wenn ich richtig kriege ich Punkt, wenn ich falsch kriege der Punkt. Ja, dann wird es aber kompliziert. Jemand muss natürlich Buch führen. Wer da jetzt... Alles klar. Wir fangen an mit der ersten Frage. Boah, der ist schon mit der Hand am Buzzer, siehst du das? Erste Frage. Gründungsjahr Tudor. 1921. Ja. Willst du noch warten? Soll ich dir noch die Antwort? Darf ich noch? Du kannst noch warten, okay? Ich war zu ungeduldig. Aber er hat jetzt schon gelückt. Aber ja, er muss es beantworten. Ich wollte eigentlich, wegen Cologne Watch. Ich hab gedacht, du fragst wegen Cologne Watch Gründungsjahr. Aber dann habe ich mir gedacht, warum? 1926? Ja. 1991? 2011? Darf ich? Warte, also meine, ich bleib dabei. Ich das kann wäre jetzt, dann falsch. Ja, 1926. Sonst hätte ich 26 gesagt. Ja, weil, doch, du kannst es so ändern eigentlich. Nein, das wäre läppisch. Weil du hast ja schon gesagt, so, du hast so diese, wie bei Gitter. Der Gitter, wenn du merkst, der hat so Dingens, dann so. Aber das war Test, ne jetzt. Bitte. Frage. Wo wurde Rolex gegründet? In England. Ja. Ist das jetzt richtig oder falsch? Das ist so... Ist falsch? So, es ist schon okay, aber es fehlt. Ja. Also was ich meine... Es ist in England gegründet worden. Und dann ist die Marke erst später in die Schweiz gewandert. In welcher Stadt? Ja, bitte? Genf? Oh. Nein, das ist ja Schweiz! Nein! Daneben war halt London. London wäre es gewesen. Ja. Ja. Welcher Hersteller fertigte... Die erste Damenarmbanduhr. Ich würde auch da wieder sagen Rolex. Also. Du musst dich zeigen, du hast den Punkt schon. Willst du trotzdem was sagen? Wenn ich darf? Ja. Ich rate einfach. Ja? Ja? Oder Breguet. Breguet war richtig. Scheiße, ja. Der hat viel mehr Wissen, oder? Du musst schon ein bisschen einfacher sein. Ja, ja, so. Keine Frage 4. In welchem Jahr wurde die Rolex Submariner vorgestellt? 54. 53. Oh, 53. Okay. Wie heißt der aktuelle... Ich nehme gleich deine Hand, ich halte dann so hoch, damit du nicht drückst. Wie heißt der aktuelle CEO von Rolex? Der aktuelle CEO von Rolex. Also wir reden jetzt nicht von Rolex Deutschland, ne? Also wir reden von Rolex. Eigentlich. Weil der kennt beide, weißt du? Der kommt auch aus Bad Godesberg. Ich nenne euch vier Dinger, ja? Jean-Claude Van Damme. Jean-Pierre Krämer. Weiter? Jean-Frédéric Dufont. Ja? Jean-Frédéric Dufont. Was sagst du, Mann? Was? Wer ist das denn? Jean-Pierre Krämer. Wer ist das denn? JP Performance, Mann. Ah, ich doch. Ich schwöre, ich wusste nicht, dass der so heißt, Alter. Aber die Namen... Aber du hast irgendwas mit Frankreich gesagt, deswegen habe ich gedacht so... Also, Jean-Claude Van Damme, ich kenne ihn nicht stark. Also wie gesagt, Jean-Claude Van Damme, Jean-Pierre Krämer, Jean-Frédéric Dufont und Jean-Frédéric Dumont. Dann nehme ich Dufont. Ja, ist auch richtig. Ich durfte doch jetzt, oder? Weil er ja das Erste gesagt hat, jetzt durfte ich dann die Dinge ziehen. Ich habe ganz schwitzige Hände. Ich schwöre, ich bin schon schwitzt, Alter. Der Druck ist enorm. Kennst du, ich sag, diese Jean-Pierre Krämer, ich höre den Namen das erste Mal so, weißt du? Alle sind am Lachen. Der auch. An der Stelle übrigens beste Grüße an JP. Also hey, wenn du jetzt JP gesagt hättest, ich kenne den nur unter JP. Ja, ist ja. Welche berühmte Schwimmerin trug die Rolex, während sie in den Ärmelkanal beschwamm? Den Namen kenne ich nicht. Oh, ich der hat mir gerade das Beispiel gegeben. Die Geschichte kenne ich nicht, aber den Namen habe ich nicht. Soll ich vier Beispiele wieder bitte. Nennen? Nein, ohne Beispiele. Warum? Der weiß direkt, wie die heißt. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Mercedes-Benz, Mercedes-Glatze, Mercedes-Gleitze und Mercedes-Rich. Mercedes-Gleitze oder so? Ja, genau. Ey, ohne Witz, Mercedes, als du gesagt hast, Mercedes, dachte ich, ah ja, aber dann die Namen. Das ja. Dann, das, da hatte ich keine Ahnung mehr. Das ist eine Frage, in der seid ihr beide sehr stark. Der Apo hat doch eh schon gewonnen, oder? Wie viel Plus nein, hat der Apo? Mann, das sind doch 10 Fragen. Der Apo ist auch also in der Frage, in der Frage ich sag ich, ich muss sehr aufgeregt. Sehr aufgeregt. Welche ist die kostengünstigste Rolex auf der Rolex-Website? Wie viel kostet sie? Oh, ey, moin, welche hast du gesagt? Okay, okay, welche? Rolex Oyster 31 mm. Ohne Dart, also die Oyster Perpetual. Ja. Ja, wie viel kostet? Ich hätte jetzt gedacht, also der letzte Listenpreis, boah, hör auf, ich will nicht wieder diese Listenpreisgeschichte sagen, nachher sagen die Leute, es ist peinlich. Aber ich würde sagen, die kostet 4,6. 4,4, ja, ist richtig. Ja. Frage Nummer 8. In welchem Jahr wurde Patek Philippe gegründet? Ja, so ruhig antwortet, ich weiß nicht. Boah, ihr macht mich fertig, ey. Breguet, hättest du mir sagen können, hätte ich direkt gesagt. 1901. Mhm. 1997. Mhm. 1839. Mhm. 1837. Wer war als erstes? Boah, das war knapp. Kannst du? Ich denke, da war es zuerst. Das war aber richtig. Wer war zuerst? Er war zuerst. Apo war zuerst. Guck mal, ich bin offen. Ich bin ein Fairplay, ein Gentleman. Du hast bei der letzten, bei 1837, hast du gesagt, hast du auf... Meinst du, dass ich das vielleicht extra gemacht habe? Nein. Dein Blick war zu ernst. Ami, der will uns hier vielleicht auf Antwort C. Ja. Antwort D, die letzte Antwort, ich weiß nicht, was du gesagt hast. Also 837. Ich sag C. Okay, er 839 war richtig C. Ich habe nur so auf den Zettel geguckt. Ja, Mann, ich hast du mich geflaxt. Ja. Mit Günther Jauch-Style. Kann ich gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, du hast echt stabil. So, das ist auch eine gute Frage. Also meine Hände sind so schwitzig, ich habe Angst, dass ich hier runterrutsche, wenn ich drücken will. Weißt in welchem Jahr stellte der junge italienische Designer Carlo Crocco die Hublot auf der Basel World vor? Boah. 1986. Was? Falsch, was? 1980? Ja. Junge, gut, dass ich einfach gar nichts gesagt habe. Frage 10, jetzt wird's krass. Wie viele Fragen kommen noch? Noch ich muss dementsprechend. Noch fünf? Ja. Oh. Da ist noch alles offen. Alles offen. Wer, Frage 10, wer stellte die flachste Automatik-Armbanduhr der Welt her? Piaget Altiplano. Boah, wie viel Punkt? 2,3 mm. Frage 11, das war's für Apo. Breitling veröffentlichte eine Seawolf. Diese war wie viel Meter wasserdicht? Jay, Bruder, was ist das für eine Frage, Alter? Ist das 500? Ist auch, ist 50-50, ist 50% geraten. Also, ich gebe dir noch eine Chance. Aber ich muss ja nicht antworten, ich habe doch schon den Punkt. Ja, du hast den Punkt. Kannst du dich einfach was sagen? Kannst du was sagen? Also, hat eine Seawolf, ist das eine Taucheruhr? 3000 Meter. Perfekt. Das ist richtig. Badis! Wie viel Millimeter war das kugelförmige Glas der Rolex Deep Sea Special? Boah, das ist die mit diesen dicken Dingen, ne? Ja. Das ist, du, warum? Ganz kurz, darf ich das sagen? Ich merke an deinen Augen, du hast die Antwort nicht 100%. Nee, wenn du jetzt die nicht. Antwort hast, dann bin ich maximum baff, weißt du? 14. 18 wäre richtig. Das ist aber auch. Ich würde nicht sagen, ich krieg die Punkte hier ohne was zu sagen, Alter. Frage Nummer 13. Wie viel wiegt die aktuelle Rolex Yachtmaster 2 in Weißgold mit Platinlünette? Wie viel die wiegt aktuell? Warte. Nein, lass uns beide was sagen und danach, wer am nächsten dran ist. Geht auch. Möchtest du anfangen? Oder soll ich anfangen? Ich fange an. 275 Gramm. Hat er getroffen? Genau. Voll. Aber kein Scheiß. Boah. 275 Gramm. Moment, mit wie vielen Kilogramm? Ja, okay, das stimmt aber. Nein, aber wenn ich jetzt das getroffen habe, dann ist genau schon. Getroffen. Hör mal, das ist aber krass. Das ist schon krass, oder? Das ist krass. Frage 14. Wie viele Uhren werden ungefähr jährlich bei Rolex produziert? 860.000. Also wenn es nah dran, hast du das schon auf sagen, sind 800. Die letzte Frage. All in. Okay, all in. Wenn du gewinnst. Was, wie steht's denn jetzt? Wie steht's was verloren? Henry 5 und Apo hat 8 Punkte. Boah, da kann ich ja gar nicht mehr aufhören. Doch. Aufhören. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Weil die Frage habe ich auch dick gedruckt. Oh, ich krieg Schweißausbrüche. Bei dieser Frage müsst ihr beide eine Zahl nennen. Ihr wartet, bis der andere eine Zahl nennt. Ja. Okay. Ihr gebt die Zahl ein.
Stell bitte die Frage. Der hat sowieso keine. Für wie viel US-Dollar wurde Paul Newman seine Daytona mit der Referenz 6239 versteigert? Dollar oder Euro? Dollar. US-Dollar. Ey, oder ich hab was Falsches in Erinnerung, ja. Ey. Ich hab entweder... So. Also ich hab das... Wie viel hat er? 7 Millionen. Was? Hat er? Nein, Mann. Also entweder sind es 15 oder 54. Henry hat gewonnen. Entweder 15 oder 54? 17,7. Ja genau, 15 Millionen Euro war das. Ey, soll ich dir was sagen? Ey, ich habe kürzlich noch mit jemandem, das ist jetzt kein Scherz, ich habe mit jemandem gesprochen. Ich wusste nicht, ob ich 17 Millionen oder 7 Millionen Euro im Hinterkopf hatte. Ja. Ich hatte entweder 15 oder 50. Ich weiß gar nicht. Das waren dann 17 Scheiße. Millionen Euro. Ja, 7 oder 17 Millionen. Krass, ich hatte einen Gap von 10 Millionen. So. Ich werde euch die Hand geben, war ein fairer Kampf. Boah, Apo. Ja, ich muss das ganz ehrlich sagen. Das war, also, hat sehr viel Spaß gemacht. Also eigentlich habe ich ja gewonnen. Allein aufgrund dieser Yachtmaster-Geschichte. Sowieso Sieger der Herzen. Du bist sowieso Nein, Sieger aber der Herzen. Gesagt, Olin. Deswegen. So, wir werden auch direkt jetzt weitermachen, weil ich habe mir noch was überlegt. Ja. Das wird ja wie American Gladiators. Seht ihr das noch? Wo ihr dann die nächste Disziplin kommt? Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ihr kriegt jeweils einen Öffner. Ihr sucht die hässlichste Uhr bei Cologne Watch raus. Die hässlichste? Also wir suchen quasi... Das Scheusal. Darf man das so sagen? Ja, das Scheusal, okay. Wir haben keine hässlichen Uhren hier. Das sind alles wunderschöne Uhren. Ich bin auch dafür, dass wir die Uhr, wo ich der Meinung bin, dass die hässlichste einfach verschenken. Oder verlosen oder... Übrigens eine Uhr mit einer Historie. Ja, das ist schon mal cool. Die war früher, eine Zeit lang, wenn du die hattest, war es schon so... Ist die Uhr brutal, gar keine Frage. Ist wunderschön. Die ist ein Wunder... Nachts begegnet... Wenn du die Uhr anziehst, schenke ich dir die Uhr. Nachts. Ich schwör's dir, das habe ich dir schon mal gesagt. Hol ich die jetzt wie praktisch hier so bei so einem Straßenbazar gleich hier so raus? Ja, kannst du machen. Kann ich machen, ne? Erst einmal, bevor ihr die Uhren zeigt, bitte? Wie viel kostet eure Uhr? Also ich würde sagen, bei meiner Uhr ist der Preis fast irrelevant. Bei meiner auch, weil wir sie verschenken. Oder kennst du, wir wollen einfach keine Preise nennen. Wie lange ist diese Uhr Gast bei uns? Oh, gute Frage, das muss man mal... Also meine war zwischendurch mal kurz verkauft für, ich glaube, ein Jahr und dann ist sie wiedergekommen. Die ist halt treu. Hey, ich weiß, welche Schuhe du hast. Okay. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Und hat dann... Eine interessante Farbe. Showdown? Sehr interessant. Showdown? Hat auch eine interessante Limitierung. Und ist ja eine Rado. Also, das ist... Guck mal. Aber eine Rado war... Emma, das ist eine Keramikuhr, Mann. Das war in den 90ern. In den 90ern war das... Deswegen habe ich ja gesagt, Historie. Ich habe eine Chopin Elton John. Rausgeholt. Und zwar, die Uhr finde ich jetzt für einen Mann zum einen von der Farbe halt kompliziert. Mhm. Was ich ganz cool finde, ist, dass das Band so integriert ist, so am Gehäuse. Aber die Farbe ist halt sehr, nennen wir es mal, provokativ. Auf der anderen Seite denke ich mir, für eine Frau ist die Uhr eigentlich zu groß. Ja, du darfst. Wenn es um das Gewinnen geht, der hässlicheren Uhr, hat der Henry schon gewonnen. Also, okay. An was setzt du das fest? Kann man nicht tragen. Punkt Nummer 1 ist, die Uhr war schon mal verkauft. Und die kam wieder zurück. Das stimmt auch. Die war noch nicht verkauft. Dadurch, folgende Schlussfolgerung, hässlich. Eine zweite Zeitzone, glaube ich, oder? Ja, Stoppuhr hat die, glaube ich, auch dran. Radu war natürlich auch damals in der Zeit super aktuell, wo diese Quarzwerke halt super aktuell waren. Ne? Dieses technische Quarzwerk, du hattest mehrere Funktionen, alles konntest du. Sieht halt auch so aus wie ein Armband. War schon cool. Also, die Uhr hat einfach einen Chronographen, ist ein Automatikkaliber mit Datum und hat ein Perlmutterverblatt in komplett rosa. In pink fast schon, ne? Aber die Zuschauer können ja einfach mal schreiben, was sie von den Uhren halten. Vielleicht finden wir auch den einen oder anderen, der seine Liebe für eine der beiden Uhren entdeckt. Was will der Apo mit seiner Uhr machen? Mit der Rado? Ja? Verlosen oder nicht? Willst du verlosen? Also ich finde ganz ehrlich, ich finde jetzt, wenn wir die zum Beispiel, wenn wir live gehen am Dienstag, wenn wir die raushauen, ist doch eigentlich eine nette Geschichte. Nee, das müssen wir schon. Das müssen wir ein, zwei Wochen müssen wir schon vorbereiten. Ja? Ja, eine Woche zumindest. Das ist jetzt voll kurz. Egal, egal. Die Leute, die uns wirklich. Fertig. Nein, wir brauchen das nicht zu promoten. Die Leute, die uns verfolgen, die unsere Videos gucken, sollten letztendlich auch davon profitieren. Das stimmt. Und wir sagen halt einfach, dann setzen wir halt einfach. Man kann das natürlich
werben und ne, dann kommen Leute, die folgen dir, gucken dann die Videos, um zu gewinnen und dann sind sie wieder weg. Ja, aber wir haben natürlich treue Zuschauer, dafür sind wir übrigens sehr dankbar. Das ist sehr schön, ja, ja, ohne Witz, das ist sehr schön. Heute übrigens noch jemand hier, der aus München da war. Wahnsinn. An seinem Geburtstag. Halt unter, an seinem Geburtstag. Und deswegen finde ich, wir sollten das ein bisschen diskreter, damit auch die Teilnehmer auch weniger sind. Sagen wir einfach mal unter diesem Video Hashtag auf Abos Nacken. Dienstag 18 Uhr gehen wir auf Instagram live. Da wird bekannt gegeben, wer zum Beispiel diese Uhr gewonnen hat. Eine Insta-Story würde ich schon am Montag noch raus. Oder am Dienstag zumindest. Dienstagmittag müssen wir noch eine Insta-Story machen. Ja, okay, das werden sowieso nur Leute sehen, die uns haben. Auf Instagram folgen, genau. Aber finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass wir ein Video gemacht haben, wo wir nicht über Preissteigerung. Und das haben wir auch im Live jetzt, haben wir auch Fragerunde mit dem Henrik aufgenommen, dass wir diesmal Fragen aufnehmen, aber nicht bezüglich Rolex und Wertentwicklung. Genau, und das wird jetzt dieses Mal, wenn wir am Dienstag live gehen, einfach nicht das Thema sein, weil wir das einfach sonst sehr inflationär behandeln. Das wird jedes Mal angesprochen, jedes Mal werden die gleichen Modelle angefragt. Es ist natürlich auch schön, wenn man einfach, ich meine, wir haben knapp 600, 700 Uhren im Bestand, wenn man einfach einmal auch über alles sprechen kann. Ja, Datejust 41. Über jede Mechanik, ja. Über jede Mechanik, ja. Über jede Marke und dann kann man ja das mal darauf auch wieder dieses andere Thema da in den Fokus rücken. Nein, wie gesagt, du hast schon recht. Also live kommt echt immer die Frage. GMT Master, Wertanlage, gut. Tut sich bei der Sub Grün noch was? Pepsi. Ich meine, man darf ja da auch nicht vergessen. Ja, ja, man darf ja auch nicht vergessen, man kann immer nur als Uhrenhändler zum Beispiel, so wie wir es sind, auch zurückschauen. Ne? Das heißt, wir sehen einfach nur, was hat sich die letzten 20, 30 Jahre konstant entwickelt, was hat sich in letzter Zeit stärker entwickelt, gibt es Anzeichen für Uhren, die jetzt gerade loslegen. Das versuchen wir natürlich immer zu kommunizieren, aber du kannst natürlich keine Garantien geben auf der einen Seite. Willst du mal für nächste Woche... Ich würde gerne was sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich hatte das ja schon gesagt, also Dienstag anscheinend bin ich wohl, also meine Frau hat mir das gesagt. Nein, aber jetzt hör auf! Ein bisschen läppsch. Nein, null. Also null. Es hat meine Frau gesagt, es kam wohl im Video so rüber. Habe ich aber auch nicht gemerkt, was zu gehen. Nee. Also falls es denn so sein sollte, ist mir wirklich hier vor laufender Kamera leid, Henry. Also reden wir jetzt gerade über die Uhren. Ja, zeig mir. Ja. Ganz kurz, aber das ist ja, das Video geht ja schon 30 Minuten. Ist ja, aber schlimm. Das kriegen wir ja noch kurz gezeigt. Also das sind jetzt die Uhren, die bisher diese Woche reingekommen sind. Sehr interessante Uhren dabei. Ich würde sagen, wir sind im Live-Video ja schon auf einige eingegangen. Ja? Ja. Wir sind im Live-Video schon auf die 1159 eingegangen. Das ist eine mega geile Uhr, ja. Also wenn ich überlege, das ist eine roségoldene Radiomir. Also für mich ist sie zu groß, ich kann sie nicht tragen. Die Uhr ist auch trotzdem schön. Eine wunderschöne Uhr ist das. Okay, also für mich ist das jetzt ein bisschen... aber? Was kostet die? 12.000 Euro? Ja, also. 12.000 Euro. Also der Preis ist auf jeden Fall super überschaubar für das, was man bekommt. Ich finde auch sehr, sehr schön die Code 1159. Ist eine Weißgolduhr. Da hat man jetzt im Grunde genommen, das Coole ist dieses Designelement. Da hat Audemars Piguet endlich mal wieder an der Royal Oak ein bisschen festgehalten. Sonst haben sie ja immer versucht, mal was ganz Neues zu schaffen. Und hier haben sie eben so wie so eine Royal Oak Lünette, diese achteckige Lünette, eingefasst in dem Gehäuse mit ausgefrästen Hörnern. Das sieht halt schon cool aus. Das Grün ist aber schön. Das ist super schön. Mhm. Dann haben wir hier noch dabei eine interessante Zenith El Primero. War ja damals eines der ersten Automatikkaliber, was auch Rolex zeitweise verbaut hat. Jetzt hier in einer neueren Version in Roségold, liegt um die 17.000 Euro. Finde ich eigentlich jetzt auch für so eine Uhr mit so einem Manufakturkaliber und so einer Historie ganz interessant. Und ich schwöre, ganz ehrlich, guck mal, also jetzt nicht mit dem Band, mit dem anderen Band, was das ist. Das ist so ein Stoff, mal bitte, wie super. Das ist ein Keramikgehäuse, ne? Aber die Uhr sieht einfach super aus. Also ganz kurz, die Kombination für jemanden, der, jetzt so, der auch so echter Navy Seal, weißt du, ja, also US... Typ, ne? Du musst halt groß Marshall, weißt du? Und dann, du musst Ansagen verteilen in der Stadt. Dann hast du da auf jeden Fall die... Nein, aber ganz ehrlich, für den Preis, die kostet glaube ich 3.900 Euro. Wir haben hier noch eine verklebte Erking. Voll verklebte Erking. Allerdings findet der junge Mann die Papiere leider nicht, ne? Nee. Er hat die verloren. Papiere sind nicht da. Er hat auch gesagt, ich habe schon gesucht. Ich kann sie wirklich beim besten Willen nicht mehr finden. Also da gibt es auch keine Hoffnung, dass die Papiere noch auftauchen. Eine Uhr, die ich sehr interessant finde hier noch, ist zum Beispiel die 1803. Day-Date ist eine aus den frühen Serien der 1803. Ey, die hatte die alte Schließe. Die hat die alte Schließe. Die hat ein Knickzifferblatt. Die hat ein Plexiglas.
Und jetzt kommt das Allerschärfste, die Historie der Uhr. Die Uhr wurde wirklich seinerzeit von einem Staatspräsidenten getragen. Ist also eine Original-President-Watch. Die hat nicht nur das President-Bracelet. Die wurde von einem Präsidenten getragen, aber wir haben das, der hat uns die Unterlagen nicht gegeben. Der hat uns die Unterlagen nicht gegeben, das wollte er nicht. Aber das konnte ich auch nachvollziehen, da habe ich auch gesagt, das ist absolut in Ordnung. Wir verkaufen die Uhr auch zu einem ganz regulären Preis. Standardfrage, welche Uhr wird steigen? Hier in dem Koffer? Also, ey, warte, hier. Apo packt eine aus, ich packe eine aus. Ey, Daytona APH. Ja, okay. Neuer Schließer. Das ist also deine? Mit Wertsteigerungspotenzial. Ja. Mhm, Henno? Gut, also regulär würde ich jetzt einfach eine Zenit-Daytona nehmen. Da sind wir natürlich sehr, sehr nah beieinander. Das ist jetzt sogar... Du hast einfach dieselbe Uhr genommen. Ja, Moment. Das ist jetzt eine Zenit-Daytona mit einem Floating Dial, ne? Floating Bezel, nicht Dial, Floating Bezel. Du hast hier praktisch einen Floating Bezel, das heißt, du hast die Lünette fängt hier erst bei 200 Units per Hour an, nicht wie bei den Nachfolgemodellen ab 1990 bei 400 Units per Hour. Ansonsten würde ich halt noch empfehlen, eine Royal Oak Dual Time in Roségold. Auch eine Fälle. Die würde dir aber stehen. Einfach nur, damit wir nicht beide dieselbe Uhr haben. Die würde dir aber stehen. So Jungs, 41 Minuten sind um. Komm. Was machen wir? Outro. Ihr kommt so, also auf mich zu. Wir stehen jetzt auf und kommen auf den Ami zu. Ja. Und dann? Und dann macht ihr auch schon. Zusagen, tschüss, macht lass uns doch einfach so sagen, hey, danke fürs Zuschauen. Boah, warum macht jemand diese Dinge ins Herz? Ja, lass doch um die Ecke gehen. Einfach so. So, ihr Lieben, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Sie war durch, ne? Relativ wild zwischendurch, ihr habt es vielleicht gemerkt. Oh, da kommt schon der Nächste. Vielen Dank, Henry. Hör mal ab, wo ich danke dir. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Wir müssen jetzt gehen. Wir gehen jetzt gleich zum Kunden. Vorher würden wir euch noch bitten, hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt uns vielleicht, was ihr von den Uhren haltet, die wir vorgestellt haben. Schreibt uns einfach mal, was ihr von, welche eure Lieblingsuhr war vielleicht in der Kollektion. Wir freuen uns über jeden Kommentar, hinterlasst uns ein Like, folgt uns natürlich, wenn ihr wollt. Dienstag 18 Uhr gehen wir live, wenn ihr jetzt zuschaut, wenn ihr Lust habt, diese wunderschöne Rado zu gewinnen. Dienstag 18 Uhr gehen wir live auf Instagram. Wir freuen uns auf jeden, der zuschaut. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao. Ja, die Frage können wir jetzt machen. Verehrte Zuschauer, wir haben einen Quiz vorbereitet und wir werden das diesmal ein bisschen ernster gestalten, bitte? Weil Henry der Meinung war... das muss ja alles seriös, ja. Das muss alles seriös sein. Auf jeden Fall. Das tue ich dann in die Outtakes. So. Unser Kanal ist ja bekannt für seriöse Berichterstattung. Ja, ich hatte nur eben was ja nur durcheinander, weil ich einfach zu schnell gedrückt habe. Ja, ich fand es aber auch gut. Ich fand es gut. Ich fand es auch sehr gut. Du hast ja auch... Das war authentisch. Guck mal, wir gehen beide in dieselbe Richtung. Ja? Ach so, von hinten? Ich habe keine Haare auf dem Kopf. Warum machst du das?